Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Anno 1800 Let's Play. Wir sind hier mal wieder in Hordern vor, denn wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Wir haben hier noch ein bisschen was vor. Und vor allem will ich hier auch mal die Vollversorgung herstellen in unserer neuesten Insel, damit wir auch hier einfach alle Waren und Zusatzwaren abgedeckt haben. Und deswegen machen wir uns da gleich dran und überprüfen hier noch ein bisschen die Routen. Wir haben jetzt hier zweimal Hochräder, die hier jeweils entlang fahren, und dann haben wir hier eine seltsame Wechselwirkung. Das geht hier rüber, okay. Schauen wir mal, das heißt, hier gehen nochmal Hochräder rüber und dann gehen die von hier wiederum rüber in die Investoreninsel hierher zum Investorentest. Okay, das heißt, uns fehlt jetzt was? Uns fehlt eine Route für die Hochräder. Habe ich hier Hochräder? Ja, ne? Hier habe ich auch Hochräder. Habe ich hier eine Route mit Hochrädern, die hier weggeht? Ja, habe ich. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir die Route hier einfach umsortieren. Und zwar nach Hordern vor. Und schon ist unser Problem eigentlich erledigt. Machen wir das hier so. Denn wir haben jetzt eigentlich fürs Cup schon hier eine Route, nämlich die hier. Da brauchen wir ja nicht nochmal eine Route, um das Ganze abzudecken. Und die ganzen Schiffe hier, die schicken wir auch mal in die alte Welt für die Itembeschaffung. Aber ich muss ja sozusagen hier nicht doppelt Hochräder herbringen, wenn ich ja hier auch schon aus meiner wunderschönen Hauptinsel Crown Falls hier Hochräder runterfahre in den Investorentest. Das heißt, hier haben wir schlichtweg eine kaputte Route korrigiert. Und dann müssen wir natürlich noch hier ein bisschen weiter den Ausbau vorantreiben. Man sieht jetzt hier, uns fehlt die Wurst. Die Wurst. Da müssen wir mal gucken, was wir da so machen können dagegen. Und ansonsten machen wir hier noch ein bisschen Upgrade-Party, denn wir haben ja jetzt noch jede Menge Holz übrig hier. Und das wollen wir natürlich auch entsprechend einsetzen. Und dann machen wir auch hier noch ein bisschen Upgrade-Party. Und hier kommen auch noch ein paar Häuser hoch. Dator und der Pionier werden hier natürlich auch weiter eingesetzt. Und jetzt haben wir kein Lehm mehr. Hier nochmal ein Besucher. Marco della Mocca, den brauchen wir jetzt allerdings nicht mehr. Schauen wir nochmal kurz in die neue Welt. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar neue Zigarren rangebaut. Das schaut soweit eigentlich auch ganz gut aus. Ich denke mal, wir machen jetzt hier unten vielleicht nochmal ein bisschen Holzfäller rein. Das heißt, wir machen hier einmal ein Lagerhaus. Huch. Lagerhaus. Und dann machen wir hier einfach noch ein bisschen Holz. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Alles über 50% nehme ich. Das passt. Und hier habe ich jetzt noch ein bisschen Platz gehabt. Das heißt, ich würde eventuell hier sogar noch ein bisschen Kautschuk machen. Und zwar machen wir den vielleicht... Wie machen wir denn den am besten? Probieren wir mal was aus. Machen wir vielleicht sowas hier. Und bauen hier einfach so ein bisschen das Ganze hier nach oben durch. Machen wir das Ganze hier so. Und machen hier noch zwei Lagerhäuser rein. Und dann kann ich hier unten einfach abbauen und ausbauen. Das sollte doch noch wunderbar in Ordnung gehen. Dann haben wir hier Kautschuk genug für unsere ganzen nächsten Kautschuk-orientierten Operationen. Was habe ich jetzt noch? Eine Schauspielerin, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann gucken wir mal hier auch noch eine Kautschuk-Plantage mehr, die hier um die Ecke kommt. Das passt aber noch genau. Das passt auch. Ja, ich will einfach da oben sauber zubauen. Schaut, finde ich, auch einfach besser aus, wenn das Ganze geschlossen ist. Und man hier jetzt zum Beispiel auch keine Lücken mehr hat. Und einfach jedes Feld so ein bisschen genutzt ist. Ich finde, das hat einfach einen schönen Look. Einen schönen, abgeschlossenen, fertigen Look hier. Und deswegen machen wir das Ganze da oben auch noch zu. Hier bauen wir auch noch ein paar Felder hoch. Wunderbar. Das passt. Okay. Da kriege ich ja gar keine weiteren Felder mehr ran. Aber hey, immerhin, wir haben jetzt hier eine riesige Kautschuk-Plantagenfläche. Das sollte auf jeden Fall für Hochräder reichen und auch
Für sämtliche anderen Notwendigkeiten für Kautschuk, also Kutschuk. Kutschenwerkhallen. Schwieriges Wort. Kutschenwerkhallen. Kautschuk für Kutschenwerkhallen. Ja. Da könnte man jetzt irgendwie einen Zungenbrecher draus machen. Aber mir fällt gerade keiner ein spontan. Kautschuk verbrauchende Kutschenwerkhallen. Na, könnt ihr euch ja mal was ausdenken. Einen Zungenbrecher auf Kautschuk und Kutschen. Vielleicht fällt euch ja was ein. Dann können wir das irgendwie in einer der nächsten Episoden vielleicht versteckt und verdeckt einbauen. Einen Zungenbrecher auf Kutschenwerkhallen und Kautschuk. Nun denn, schauen wir mal, was die Vollversorgung hier angeht, wie es im Moment aussieht. Hier sieht es gut aus, hier sieht es auch gut aus. Hier sieht es nicht gut aus, denn hier fehlen plötzlich Hochräder. Das heißt für uns was? Das heißt für uns, dass wir die Frequenz hier erhöhen müssen, mit der wir hier die Hochräder durch die Gegend schippern. Das heißt für uns aber wiederum auch, wir haben jetzt hier einen ganzen Haufen Schiffe. Diese Haufen Schiffe, die brauchen jetzt alle Items und dann können wir hier einiges noch ersetzen. Was mir hier auch noch einfällt, wir haben hier einige Routen, die noch mit Clippern laufen. Clipper sind aber nicht so gut, weil die nämlich auch die Anlegestellen blockieren. Das heißt, das wollen wir nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Jetzt sehen wir hier das nächste Problem. Hier fehlt plötzlich Kautschuk. Hier fehlt plötzlich Kautschuk. Dabei haben wir doch gerade neuen Kautschuk gemacht. Jetzt ist aber natürlich die Frage, haben wir neuen Kautschuk gemacht für unsere Kautschuk-Insel in der alten oder in der neuen Welt? Und so wie es aussieht, haben wir... Oh, Lujusa. Das ist das. Das sollte nicht sein. Oh, no, 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 no. Da müssen wir jetzt mal gucken, woran das liegt, dass das hier nicht läuft. Denn die Produktion sollte hier gerade in Lujusa eigentlich mehr als gedeckt sein. Das müsste eigentlich mehr als laufen. Also müssen wir mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Wo ist der Kautschuk? Wo geht er hin? Wo kommt er her? Und wieso wird hier nicht genug davon verschifft? Ich finde gerade Kautschuk nicht. Bin ich doof? Während die nächste Berühmtheit ankommt. Ich bin tatsächlich doof. Ich finde Kautschuk nicht. Baumaterial vielleicht? Nee. Rohmaterial. Wieso taucht hier kein Kautschuk auf? Seht nur, hier taucht er auf. Landwirtschaftliche Produkte. Ah ja. Okay. Dann machen wir einfach mal den hier. Dreht dann hier ein bisschen die Produktion auf. Polizei haben wir ja, also im Notfall, wenn es zu einem streikähnlichen Aufstand kommt, dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Personal zur Stelle für eventuelle beraterische Tätigkeiten unter Einsatz von gewissen Hilfsmitteln, davon nicht ausgenommen Knüppel. Und dann schauen wir einfach mal, dass das Ganze hier auch so weit läuft, aber müsste eigentlich, also... Ich sehe da jetzt weniger das Problem. Ich habe hier oben Polizei, haben wir auch. Okay, also ist eigentlich alles safe. Alles safe soweit. Eine Fenja, die nehmen wir natürlich auch mit. Aber dann brauche ich hier auf jeden Fall noch ein paar Schiffe. Das heißt, guck mal, den Tramdevi brauchen wir nicht mehr. Da haben wir bestimmt schon genug von. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Items ein, stellen wir hier mal die Geschwindigkeit runter, damit ich hier auch ein bisschen einkaufen kann. Und dann suche ich nach Salima und der Händlerin und mache einfach ein bisschen die Route noch ein bisschen höher von der Frequenz her. Dass wir hier natürlich auch noch unsere Hochräder gebaut bekommen. Geht ja nicht an, dass wir hier sonst so schöne, tolle neue Inseln haben und dass die dann nicht voll versorgt sind. Obwohl wir so eine wunderschöne Kautschuk-Plantage am Start haben. So, Störenfried 5 kommt jetzt hier auf diese Insel. Störenfried 5, Abfahrt. Dann brauchen wir hier aber noch mehr Schiffs-Items. Da machen wir jetzt ein bisschen mehr draus. Ich würde sagen, auch da ungefähr 8 bis 10 Schiffe. Damit das Ganze auch wirklich sauber und vor allem auch nachhaltig und konsequent abgeholt wird. Das heißt, wir brauchen noch weitere Salimas. Und was haben wir hier noch? Marie Antoine brauchen wir nicht. Wir brauchen Salimas.
Ich nehme aber trotzdem noch ein Feras mit. Den Feras nehme ich nämlich immer mit. Ein Feras nicht mitzunehmen ist ein Fehler, der sich meistens rächt. Denn man kommt immer irgendwann an einen Punkt, an dem man einfach ganz viele Ideen für einen Feras hat und dann plötzlich keinen Feras mehr. Das heißt, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwo versteckt wahrscheinlich so um die 50 bis 100 Feras habe, nehme ich trotzdem noch jeden mit, weil man die einfach überall reinstecken kann. Der hat so viele Anwendungsgebiete, dass es einfach nie ein Fehler ist, den mitzunehmen. Und da haben wir die nächste Salima. Feras geht raus und Amphitrite 2 kommt hier auch auf die Kautschukrute mit drauf. So, und dann machen wir vielleicht noch ein Schiff. Und dann schauen wir uns die Folgerouten an, denn auch dort muss ich noch ein bisschen die Frequenz erhöhen, damit alles sauber läuft. Und dann brauchen wir aber hier natürlich erstmal noch Schiffs-Items. Da war gerade die Händlerin, die haben wir schon wieder überrollt. Gucken wir mal. Ich brauche aber noch eine Salima. Irgendwann, wenn es mit den Besuchern richtig rund läuft, bekommen wir auch ganz viele Schiffs-Items. Nämlich Ermengilda, die Merkante und Hans Eichendorf. Die beiden sind auf jeden Fall Spitzenklasse. Kann ich auch nur empfehlen. Und dann gucken wir mal. Salima, wo bist du? Kuckuck. Traut sich wohl gerade noch nicht. Will noch nicht so wirklich. Darf noch nicht. Aber hey, wer nicht will, der hat schon. Aber Salima, ich sag's nur, es ist wirklich ein guter Job. Also, die Radler Industries zahlen nicht schlecht für Schiffshändler. Personal. Ne? Also, ich kann nur sagen, wir zahlen wirklich gut. Also, wenn man sich auch die Bilanz anschaut, ich denke, da muss man doch klar feststellen, schlecht geht's hier den Leuten nicht. Ne? Tja, kann jetzt aber auch leider mit noch so viel Quatsch sabbeln nicht überbrücken, dass hier schon ganz schön lange keine Salima mehr gekommen ist. Aber manchmal ist das so. Da müssen wir jetzt einfach durch. Wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Konto, um hier also eine Salima zu errollen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir die Kautschuk-Hochräder-Thematik hier auflösen. In Wohlwollen auflösen. Komm schon. Gibt's ja nicht. Aber noch ein Feras. Na, immerhin. Immerhin noch einen Feras, ein kleiner Trostpreis hier. Aber es dauert halt schon auch wirklich lange. Und so findet man sich halt im Endgame immer und immer wieder beim Rollen wieder. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Und es gehört zum Bild vom Endgame dazu. Und ja, da muss man halt immer mal wieder durch. Magnetika überrollt. Aber ich glaube, die nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, weil über den Besucher-Kai und über die Palastrichtlinie kommen einfach so viele Magnetika an, dass man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss. Hauptsache noch ein Feras, sehr schön. Einen Feras in Ehren. Und dann schauen wir mal. Eine Salima, komm schon. Wo bist du? Interessant auch zu sehen, wie oft andere Items ankommen, abgesehen von der Salima. Ich habe jetzt zum Beispiel den Sir Louis Brindley, der für die Rum- und Schnapsproduktion zuständig ist, auch nur ein einziges Mal gesehen in der ganzen Zeit, die wir jetzt gerollt haben. Also auch das ist ja schon ein Zeichen, ist auch eine Ansage, was die Seltenheit angeht. Komm schon. Bitte, 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 gib mir. Oh, gib mir eine Salima für mein Schiff. Ich hab bitte gesagt. Ich meine, hallo? Ich habe es mit Geldgeschenken, mit Bitten,
mit Flehen, mit Hinaufbeschwörern versucht. Aber sie will nicht. Endgültig verschmollt. Wahnsinn. Und das ist auch noch keine Fenja. Wobei wir die auch nicht mehr wirklich brauchen. Also auch die Fenja ist jetzt eher... ist jetzt eher nicht vonnöten. Komm schon. Ich sitze hier seit geschlagenen bestimmt 3 bis 4 Minuten dran. Und kann einfach keine Sanima mehr rollen. Ist das dein Ernst? Sind wir schon bei 2,3 Millionen pro Roll? Also wenn das so weitergeht, dann... kann ich auch wieder auf den Geschäftsmann zurückgreifen. Oder wir versuchen es halt bei der Kahina. Da hat man ja auch keine schlechten Chancen. Ah, das finde ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend von der Frequenz her. Da bin ich Besseres gewohnt. Was die Sanima angeht. Nochmal eine Chronomatikerin, mal ganz interessant von der Statistik her zu sehen, wie oft die Fenja eigentlich kommt. Aber sie ist auch sehr, sehr selten hier beim Eli geworden. Und da haben wir sie endlich. Was eine schwere Geburt. Steht bereit. 1 und 2. Und Elektra geht mir jetzt hier auf die Hochräder. Und zwar haben wir jetzt hier... hier eine Route, da eine Route... Das heißt, im Endeffekt müssen wir hier nochmal das Ganze erhöhen. Dann kommen jetzt hier 3 Schiffe mit Hochrädern her. Von hier. Was fehlt hier? Kautschuk. Ja, okay, das pendelt sich noch ein. Das pendelt sich noch ein. Das lassen wir jetzt ein bisschen einpendeln. Und das güldene Einhorn packen wir auch mal auf die Kautschuk-Route noch. Das güldene Einhorn. Das war aber das 1er, oder? Nee. Dann benennen wir das noch um. Benennen wir das noch um. Christian, Grüße gehen raus. Das ist jetzt unser Christian Schilf. Jörg von Malching ist auch da, wunderbar. Und dann machen wir hier ein Christian Schilf. Let's go. Okay. Glühbirnen passen nach wie vor, das passt. Und hier können wir noch ein bisschen Upgrade-Party machen. Ihr Schiff ist von einmal hier an der Ecke. Hier muss man noch ein Einwohnerbuch für die Upgrade-Party reinmachen. Da ist alles upgegradet. Das passt, das passt, das passt, das passt. Da passt alles. Dann müssen wir hier unten weitermachen. Hier kommt das Buch raus. Dadurch kann ich einen fehlenden Rohstoff überbrücken. Buch kommt wieder rein. Selbes Prozedere auch hier. Ich erhöhe die maximale Anzahl der Bewohner, die ein Haus haben kann, und senke diese postwendend wieder. Und schon kann ich upgraden. Ohne Vollversorgung. Da machen wir noch eine Polizei rein. Okay. Hier könnten wir noch Kohle anbauen. Ein bisschen anzapfen hier. Noch einen Firas, einen Sapeur. Und hier machen wir noch ein Lagerhaus rein. Noch ein Malching. Wow. Noch ein Malching. Den nehme ich gleich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich den hier haben will, aber den nehmen wir mit. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Was ist hier los? Hier stimmt, glaube ich, irgendwas nicht mit der Kohle, mit der Kohlebalance. Denn die Meldung bekomme ich immer mal wieder. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz mit der Kohlebalance. Das müssen wir aber ein andermal machen. Da müssen wir auch wirklich mal die Arktis nochmal general überholen, glaube ich. Da sind noch so einige Sachen, die offen sind. Also es ist immer noch viel zu tun. Es ist immer noch viel zu tun. Das passt aber soweit. Mit wie viel laufen die? 235? Also das sollte eigentlich passen.
Gucken wir mal. Aber dass wir so viel Kautschuk brauchen, das ist echt der Hammer. Das ist halt echt der Hammer. Müssen wahrscheinlich noch mehr Kautschuk machen. Machen jetzt mal vielleicht eine Sache, und zwar machen wir hier die Attraktivitätssachen weg. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Machen hier stattdessen einfach noch mehr Kautschuk. Noch mal drüber schauen. Das ist wichtiger. Gerade fürs Thema Vollversorgung. Machen wir hier noch ein bisschen das Ganze sauber, frei. Weg hier. Was haben wir hier noch? Das machen wir auch weg. Okay, und dann machen wir hier oben nochmal Kautschuk. Es trägt ihre Handschrift. So vielleicht. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Da brauchen wir dann noch ein Feras. Zum Glück habe ich ja noch ein paar. Sie haben an Einfluss gewonnen. Aber vorplanen kann ich das somit dann schon einmal. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Okay, und dann machen wir hier ein bisschen Kautschuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, ich brauche noch mehr Bauern. Wir sind die Zukunft. Das graden wir runter. Ah ja, genau. Hier haben wir noch den Papst drin. Das ist interessant. Das hilft mir ganz besonders. Dann kann ich ja wirklich alles an Arbeitsbedingungseffekten hier hochschrauben. Nichtsdestotrotz machen wir hier noch eine Polizeistation hin. Was? La Corona? Kein Kommentar. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Die Anno leaks hier. Anno hat alles gecallt. Was kann ich für dich tun? So, und dann machen wir hier wir befinden uns in bester Gesellschaft. Noch ein bisschen Kautschukfelder. Und ziehen da einfach die Ecke ein bisschen zu. Wir füllen das Ganze schön. Und dann sollte das mit den Hochrädern laufen. Dann haben wir einfach nochmal die Hochräder sichergestellt. Ich denke mal, mit der ganzen Produktion, die wir hier jetzt noch aufbauen, sollten wir dann auf lange Sicht auch safe sein, was die Kautschuk-Versorgung angeht. Und damit kann ich dann auch schon die nächste Investoreninsel quasi mit Kautschuk versorgen, denke ich. Schiff vom Stapel gelaufen. Wow. Okay, Moment. Da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Das machen wir so. Dass ich hier noch rumkomme. Um die Ecke. Denn ich will da hinten ja alles so weit wie möglich abdecken. Damit es auch schön aussieht. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Wunderbar. Das ist doch schon besser. Okay, nochmal ein Besucher. Arista Badai. Für unsere wunderbare Produktion von Sekt. 1, 2, 3, 4. Ah, ich glaube, da fehlt. Ah, das ist ein bisschen verbaut hier. Das will ich eins höher. Ist noch drin, wunderbar. Dann machen wir das Ganze so. Machen hier noch die Straße runter. Das hier können wir wegmachen. Hey, nicht immer meckern. Von wegen schäbig und öde. Ist doch schön. Die Sonne scheint. Der Rum fließt in Strömen. Weiß gar nicht, was er hat. Und dann machen wir hier auch noch ein bisschen
Kautschukplantagen rein. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Na, na, na. Nix unzufrieden. Die freuen sich. Sie tun sich nur schwer damit, das nach außen zu tragen. So. Was haben wir hier unten noch? Das ist Bananenplantage. Ja, das ist eine Bananenplantage. Okay. Dann... Die brauchen wir wahrscheinlich noch. Das heißt, wir packen das einfach hier so rein. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze klappt. Habe ich noch irgendwo ein Feras hier rumliegen eventuell? Ja, da habe ich noch ein Feras. Dann holen wir uns hier noch den Feras ab. Dann da nochmal eine Lenken. Das ist okay. Die Schiffe kommen in die alte Welt. In der alten Welt kann ich dann noch ein bisschen Upgrade-Party machen. Und dann sollte ich hoffentlich die Früchte meiner Arbeit hier auch ernten können. Und zwar, genauer gesagt. Alles in Ordnung, soweit. Die kann ich dort jetzt upgraden, oder? Ja. Genauer gesagt, sollte ich jetzt so langsam auch sehen, dass hier überall die Hochräder erfüllt sind. Aber ist noch nicht so weit. Und woran liegt das Ganze? Fehlt hier etwa Eisen? Ah, Eisen geht runter. Okay, also wir müssen auch darauf achten, dass Eisen ankommt. Ich denke mal, Kautschuk wird jetzt langsam passen. Wir müssen halt auch gucken, was die Eisenminen angeht. Und ich denke mal, das, was wir hier an Eisenproduktion auf der Insel selber haben, reicht schon einmal nicht. Hier haben wir auch noch Item-Slots offen. Und Eisen müssen wir natürlich hier auch pushen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Das heißt, da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen nachbessern. Darf man halt auch nicht vergessen, die Eisenminen komplett durchzupushen. Und dann mache ich hier noch Steinstraßen hin. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Und hier kann ich mir dann bald noch den Malchen abholen und... Ah, Strom. Aha. Strom brauchen wir natürlich auch. Das heißt, der hier holt sich hier hoffentlich das schon vorhandene Strom-Item. Und dann holen wir uns hier noch einen Sapeur ab. Sapeur sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. Sapeur sollte wirklich gehen und vielleicht holen wir uns dann gleich einen zweiten. Wir sonst zwei Sapeure holen für die Minen. Und dann müssen wir uns auch irgendwann um die Arktis kümmern, dass die da nicht die ganze Zeit meckern. Da scheint irgendwo eine Kohleroute nicht ganz zu funktionieren. Und da müssen wir uns halt mal angucken, woran das liegt, was man da vielleicht noch verbessern kann. Aber ja, im Moment machen wir auf jeden Fall die ganze Infrastruktur fit für die Hochräder. Kautschuk sollte jetzt eigentlich so bis auf weiteres bald geklärt sein, sobald wir ein Feraster drin haben und das eine Layout noch fertig gebaut haben. Das mache ich dann wahrscheinlich noch nächste Episode fertig. Und ja, jetzt müssen wir hier halt noch ein bisschen die Minen pushen. Das heißt, ich warte hier noch auf einen zweiten Sapeur. Schiff vom Stapel gelaufen. Wenn er dann mal langsam auftauchen würde, das wäre echt nett. Könnte alles hier aufgeben. Von einem also beim Eli habe ich diese Folge nicht so viel Spaß gehabt. Muss sagen, der war ein bisschen knausrig mit seinem Angebot. Also gerade was meine Prioritäten angeht, war das nicht cool. Komm schon. Einfach nur nochmal ein Sapeur. Ist doch nicht der Ernst, dass das genauso selten wird wie die Salima. Das Band ist durchschnitten. Sapeur ist eigentlich überhaupt kein seltenes Item. Aber ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich Sapeur gesagt habe oder vielleicht auch einen gekauft habe, haben die jetzt überhaupt keine Lust mehr. Das ist hart. Komm schon, noch ein Feras. Okay, nehme ich mit. Da ist er doch. Na, also wer sagt's denn? Abfahrt. Abfahrt. Und hier müssten wir eventuell noch ein Strom-Item bekommen. Wir haben nur ein einziges gefunden hier. Wow. Wow.
Okay, das ist echt bitter. Dabei läuft die Weltausstellung ja eigentlich durch. Apropos Weltausstellung, lassen wir auch die hier durchlaufen. Wir brauchen noch einiges an Stromitems. Gut, dann Eisen. Wie sieht's aus? Wie heißt das hier, Magwitch? War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Müssen mal gucken, ob hier schon Eisen ankommt. Von da oben kommt Eisen an. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Wo geht das Eisen aus der Insel hier hin? Da. Okay, sehr schön. Das passt schon mal. Aber mit einem Clipper. Das heißt, die Route müssen wir auf jeden Fall schon mal umstellen. Das ist eine wichtige Route. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Und für wichtige Routen sollten wir auf jeden Fall auch schnelle Schiffe haben. Okay. Und dann machen wir hier noch den Sapeur rein. Und da haben wir noch den Generator. Die beiden Fährrasse schicke ich in die neue Welt. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Den Sapeur lade ich hier noch ab. Der Rest geht zum Items holen. Hier kommt noch der Generator rein. Und dann sollte ich auch eisentechnisch auf einem neuen Stand sein. Habe ich hier schon alles geboostet? Nein, dann machen wir das noch. Eisenvolle Pulle. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einen stabilen Stand. Machen wir zum Schluss vielleicht noch eine wunderschöne kleine Ingenieurs-Upgrade-Party rein. Sehr schön. Dann machen wir hier vielleicht auch noch ein bisschen Upgrade-Party. Bücher wieder rein. Bücher wieder rein. Hier können wir die Items auch wieder raushauen. Auch nochmal Upgrade-Party, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall wieder viel geschafft. Die Kautschuk- und Hochräder-Routen-Inventur fast fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir damit in die nächste Episode. Falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.